Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu FF8 Requiem. Ich gebe mir mal noch schöne, schnaggelige 22 Minuten und dann sollten wir es tatsächlich auch geschafft haben. Also ich meine, es gibt ja kein konkretes Limit oder so. Das Spiel sagt mir jetzt nicht so, jetzt bist du bereit. Nee, das muss ich natürlich noch selber entscheiden. Aber guck mal, Squall schon bei 916, Alter. Junge, das ist heftig. Hui. Na komm, ich greife mal einmal normal an und dann hier zack. Naja, nicht vergessen, ich müsste ja trotzdem noch Lucci machen. Naja, das habe ich jetzt ein bisschen aus den Augen verloren. Wobei Squall hat noch sehr viel. Der gibt dann einfach ein bisschen ab. Ich meine, so what the fuck, Leute. Ich habe hier noch gefühlt, wenn wir alleine Blitz bedenken, 300 mal Blitz ungefähr zusammengerechnet. Und wenn jeder Blitz 100 abzieht, Mathematik, 30.000? Fragezeichen. Sollte reichen. Ja, ne? Ja, doch. So, du nimmst da so diese zwei Nullen und die ziehst du dann darüber. Ich glaube, ich habe richtig gerechnet. ja. So viel brauchen wir nicht. Es sei denn, er steigt jetzt, wie gesagt, mit Level und ist dann, steigt dann irgendwie von 9000 auf fucking, keine Ahnung, 20.000, 18.000 oder so, dann wird schon ein bisschen kritisch hier. Hat gerade nicht so viel abgezogen, ne? Ich habe gerade nicht so drauf geachtet. War eher so auf die Zauber fixiert. Der hat auch schon 709. Sehr gut. Pam! Da fliegt er weg, der Bastard. Ja, 32? Ja, nicht so viel. Couldn't find any items. Oh. Ja, wir haben in der letzten Folge Ifrit einen Boost gegeben. Was auch immer das bringt. Hat nur 10 AP verlangt. Shit, da sind wieder die Bastarde. Von daher denke ich nicht, dass das jetzt so krass ist. Ich denke, ich werde hier einfach mal eine Shiva raushauen. Dann kann ich mich schön zurücklegen. Wobei, wir könnten mal gucken, hat der irgendeine Stock. Oh, Fakomatico. Das wäre jetzt natürlich ein bisschen unglücklicher, wenn die noch drauf gehen würde. Phoenix-Federn konnte ich ja anscheinend leider nicht so gut farmen. Also ich hätte ja, glaube ich, 4 jetzt, aber musste jetzt 2 verdatteln. Beziehungsweise hätte ich jetzt 5. Ganz am Anfang habe ich auch noch eine verdattelt. Ach nee, jetzt habe ich ja fucking... Ja, jetzt habe ich ja fucking Shiva nicht equipiert. Ja, na gut, dann müssen wir die normal penetrieren. Gab es irgendeinen Spruch, der nicht so gesessen hat? Ich glaube Blizzard, oder? Ich gehe jetzt hier mal nochmal so ein bisschen durch. Blitz. Blizzard oder Blitz war nicht so gut. Oh. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich sehr, sehr gut. Ja. Versuch mal die knapp 500 zu toppen, ey. Ich glaube, das schaffst du nicht. Hier vielleicht die Monster. Wobei, nein, die dann mit Blitz angreifen tatsächlich. Hier viel abgezogen. Wobei, ne, Feuer haut auch rein. Alles gut. Ja, muss ich euch jetzt unbedingt heilen oder kriegt ihr das noch irgendwie so gebacken hier? Oh fuck, ne, dich muss ich jetzt heilen. Holy shit. Bam! Er lebt immer noch. Sehr gut. Also hier fress mal Feuer. Oh nein. Du sollst Feuer fressen, nicht ich. Wieso lebt der noch? Hab ich den anderen nicht mit 187 weggepustet, du Mutterficker, Alter. Wow. Geiler Scheiß, ey. Geiler Scheiß.
richtig geil. Richtig, richtig geil, was du jetzt hier machst, ey. Ja, weg. Nee, den da will ich angreifen. Wow. Ja, ich meine, man hätte ja auch zwischendurch mal speichern können. Dann hätte man so einen Kampf jetzt einfach nochmal laden können. Würde sich, glaube ich, gut rentieren, das zu machen. Anstatt jetzt darauf zu hoffen, nochmal irgendwie eine fucking Phönix wieder zu kriegen. Jetzt poker ich ein bisschen, ne? Hoffentlich verreckt er jetzt. Ah. Wow. Kannst mich mal so kreuzweise, du Mutterficker, spielen. Ja, was kommt er jetzt auch? Na gut, ich hätte auch flüchten können. Ach, übrigens, verrecken wäre jetzt tatsächlich ein bisschen doof, ne? Könnt ihr den bitte mal töten? Hier ist Squall. Ah, ne, jetzt ist. Cool, wenn ich es nicht direkt einsetze, ist mein Limit weg, oder was? Was war denn das gerade, ey? Kann ich nicht mal für 0,5 Sekunden zögern? Wieso verreckt der Spaß nicht? Wenn du jetzt nicht stirbst, fliehe ich. Okay, Mission Abort. Mission Abort. Mission Abort. Mission Abort. Jetzt mal, oh, danke. Kann mir mal einer gerade so erklären, was jetzt hier gerade so passiert ist? So, ist das irgendwie. Macht dich das an, Spiel? Ja, Leute, zum Thema. Ich hatte auch nicht noch wirklich nicht einmal gespeichert, ne? Dann mache ich es jetzt. Zum Thema, wir lassen das. Wir hören nach dieser Folge auf. Ne, ich würde sagen, wir hauen tatsächlich noch 5 Folgen ran. Ich möchte jetzt mindestens wieder 2 Phönixfedern haben. Das ist ja so lächerlich, ey. Ich könnte mich alle mal kreuzweise. Kackspiel. Ich mache hier einen zweiten Stand, ne? Nicht, dass ich nachher keine Phönixfeder mehr kriege. Und ich hier quasi jetzt 10 Folgen dran sitze. Dann versuche ich es lieber nochmal mit dem anderen Spielstand. Dann nehme ich nochmal den anderen Spielstand und level mich nochmal so weit hoch. Ohne, dieses Mal natürlich ohne zu sterben. Ja, jetzt haben wir natürlich den in Anführungsstrichen Vorteil, dass wir uns keine Sorgen um Squall machen müssen. Ja, guck mal, das will ich doch haben. Beim nächsten Mal flüchte ich einfach, wenn die Bastarde kommen, ey. Unglaublich. Unglaublich. Gebt mir eine Phönixfeder. Puff, puff, puff. Ich wünschte, ich hätte jetzt hier einen fucking Zidane oder so bei. Da könnte den die wahrscheinlich einfach klauen. Puff. Oh, wobei ich jetzt immer noch nicht hundertprozentig weiß, war das jetzt der oder war das doch der Rote, der mir immer die Phönixfeder gegeben hat. Ich habe auf jeden Fall jetzt keine bekommen. Tja. Also wenn ich mir so mein Glück der letzten Monate, beziehungsweise generell meines Lebens so anschaue, dann könnte das jetzt wirklich darauf hinauslaufen, dass wir noch 5 Parts dran sitzen. Von mir aus, dann bin ich halt wieder OP. Dann kann ich auch nichts machen, Leute. Wenn das Spiel mich so penetrant in die Ecke drängt. Bitteschön, dann musst du die Konsequenzen tragen, du Kackspiel. Puff! Yay, 183. Gar nicht übertrieben. Ja, 69, ha. Angesagte Kids würden jetzt wieder sagen: 69! Geil! Geile Sexstellung. Oh Mann. Da könnte ich eigentlich auch flüchten, Mann. Der kostet mich auch zu viel Zeit. Kann der eigentlich heilen, während der tot ist? Ah, nee, ich will nichts klauen. Ich will heilen. Nein, hallo? Doch, Magic. Nö. Anscheinend nicht. Phönixfeder. Ja, dann machen wir es so, ne? Dann konzentriere ich mich jetzt nicht mehr darauf zu sagen, okay, ich habe jetzt genug Level, ich höre jetzt auf, sondern ich mache jetzt eiskalt. Nein, nein. Nein, 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 nein. Ich mache jetzt eiskalt so lange, bis ich mindestens 2 Phönixfedern habe. Guck mal, so einfach kann es gehen.
Mann, ey. Ja, komm, lad schneller. Wobei ich könnte... Ich könnte auch reingehen, ne? Da ist die Chance höher, das zu kriegen, weil da gibt's ja nur Soldaten. Ja, ich denke, ich mach das. Der hier, der bringt mir nichts, der kann nichts. Ja, dann gehen wir rein. Ja, oh, Feuer, oh, geil, Feuer, oh. Geil. Jetzt noch einen schönen Bonusschaden, weil er mich von hinten angreift. In Anführungsstrichen. Hab ihm ja den Rücken gekehrt. Jetzt dachte ich, jetzt kommt schon wieder ein Zufallskampf. Nee. So. Einmal Soldati-Leini, bitte. Natürlich darf ich sie weiterhin nicht unterschätzen. Können mich ja trotzdem unboxen. Fürs Blitz. Ich versuche mal wieder zu drawen. Damit ich nicht meine letzten Ressourcen verdamse. Ich hab dann halt immer Angst, dass das zu lange dauert. Dass der Gegner dann nochmal angreift. So dieses ständige Menü-Scrolle und so. Und du musst ja da 5000 Tasten drücken, damit die doch auch das machen, was du willst. Wieso hat das eigentlich gerade so wenig abgezogen? War Blitz nicht gut, Thunder? Gegen dich? 100 doch. Lebt immer noch. Hier, fress Schellen. Pa. Nee. Jetzt wird's wieder ein bisschen kritisch. Nicht zaubern, dankeschön. Also ich schon, du eher nicht so. Dankeschön. Leider wieder keine Phönixfeder. Oh Mann, aber hier ein paar Portionen können wir ruhig mal einsetzen. Passt. Lass uns Fange spielen. Yay! Huch, wer fängt denn jetzt wen? Ich hab keine Ahnung, Squall. Frag doch nicht so doof. Nee, Moment, es müsste andersrum sein. Cell fragt. Squall gibt die dummen Antworten. Vielleicht versuche ich es jetzt mal mit Eis und Feuer. Das war mir zu wenig Schaden bei denen. Haben die denn sowas? Ja, hier, Blizzard. Nein, nicht... Oh, nee, nicht Stock. Gott, ich werde mich damit nie zurechtfinden, ey. Könnt ihr da nicht irgendwie mir Schnelltasten oder so geben? Natürlich kritisst du mich jetzt. Blizzard, Cast. So, mal schauen. Ja, schon besser. Boah, Blizzard Cast. Puff. Boah, Blizzard Cast. Noch. Hoffe ich. Puff. Was war denn das? Der Schaden ist so random. Was ist los, Leute? Wo
Oder hat er irgendwie so die auf den letzten Metern erhöhte Magieresistenz? Er hat ja jetzt auch weniger abgezogen. Draw. Muss mal Feuer versuchen. Gut. Puffy Puff. So, Phönixfeder, Dankeschön. Bitte! Seien Sie bitte so freundlich. Nein, lass mich in Ruhe mit deinen scheiß Portionen, Mann. Schnitt. 99 Stunden später, alle Level 99. Immer noch keine Phönixfedern. Oh shit, der hat nicht mehr so viel. Die hat noch eine Menge. Oder könnte ich nicht einfach ein... Nee, ne, ich wollte gerade sagen, ein Zelt einsetzen. Ja, aber dann habe ich aber noch keine Phönixfedern für den fucking Bosskampf. Und das mache ich nicht. Das riskiere ich nicht. Klar habe ich die jetzt aufgelevelt, aber trotzdem, ich riskiere es nicht. Nicht, dass der mich dann umhaut und ich mir dann einfach so denke, naja, ich könnte jetzt so eine, einfach eine Phönixfeder werfen und dann wäre wieder alles gut. Und dann habe ich die nicht. Naja. Aber der rote hier, das ist vielleicht auch nicht optimal, dass er da ist. Weil ich glaube, der blaue gibt mir immer die Phönixfedern, ne? Und der rote hier, der Stress, der kostet unnötig Zeit. Wir versuchen jetzt hier nochmal Feuer. Zieht das bei dir auch so viel ab? Es nimmt sich nichts. Es ist genauso effektiv wie Blizzard. Autsch. Ja, ich will auch mal Feuer einsetzen. Ui, guck mal, das kann ich auch. Bin genauso gut wie Cell. Ich fand das gerade 55. Boah. Puff. Alter. Irgendwas stimmt mit dem Kerl nicht. Aber wobei... Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich dachte, vorhin besser funktioniert, oder? Habe ich nicht 200 irgendwie bei den Bastarden abgezogen? Ist es vielleicht je nach Soldat immer anders? Also die sehen zwar alle gleich aus, aber in Wirklichkeit haben die alle irgendwie andere Elementar-Sachen hier. Muss ja so sein. Oder ich bin einfach komplett behindert und passe gar nicht auf. Zelt! Ja, ich werde, da ich jetzt mal so ein fucking Zelt gekriegt habe, was bestimmt eine niedrigere Droprate hat als eine Phönixfeder, werde ich das gleich mal einsetzen und hoffen, dass ich Score mitteilen kann. Vorher natürlich, wo war das? Selfie? STR, immer noch nicht das, aber immerhin etwas. Ja gut, dann Thunder... Und dann versuchen wir mal Zelt. Das geht doch wahrscheinlich bei einem Speicherpunkt, oder? Ja, wäre das jetzt Final Fantasy 10 oder so, würde er jetzt wieder leben. Oh, hier. Yes! Okay. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Gut, dann ist Squall jetzt wirklich mein Lutschmeister. Die anderen greifen weiterhin schön an. So, was sagt die Uhr? Knapp 3 Minuten. Yay, ein einzelner Babbo. Freut mich, dass du da bist. Den müsste ich doch mit 3 Schlägen kaputt kloppen können, oder? Aber kommt natürlich wieder drauf an, was er für ein Babbo ist. Ja, Feuerbabbo ist er nicht.
Bist du ein Eisbubble? Nein, du bist Blitzbubble. Wenn es jetzt stimmt, ne, dann fresse ich einen Besen. Nee, bist du... Was bist du denn für einer, ey? Ich dachte, ich hätte eure Taktik durchschaut. Bist du einer, der nicht viel physisch aushält? Nee, ist, keine Ahnung, was da abgeht. Oder ist er jetzt stärker geworden, weil Squall wieder lebt? Dass ich quasi jetzt sein Level wieder angehoben habe? Ich verstehe dieses Spiel nicht. Oh, Phönixfeder. Mensch, guck mal, es lag an Squall. Der musste einfach wieder aufstehen. Der ist unser kleiner... Moment, warte mal. Glücksbringer, Fragezeichen? Warte mal. Nee, das war falsch. Wo können wir das denn... Stats... Luck 16, 15. Ich meine, das allgemeine Glück wird ja angehoben, Fragezeichen. Ich weiß nicht, ob das addiert wird, weil dann macht's vielleicht wirklich Sinn. Hm. Gut, Leute. Brauche aber immer noch mindestens eine. Jetzt hier nicht aufmucken, Leute. Nicht auf. Wer ist dran? Squall. Ja gut, der kann mal... Der kann dem einen wirklich mal mitgeben hier. Draw. Cast. Der hält ja zum Glück genug aus. Puff! Ah, Squall als erstes, ja. Draw. Durch Blizzard Stock und Feuercast Thunder. Vielleicht würde es mir helfen, wenn ich Draw an zweite Stelle mache statt Zauber. Und oh, das würde mich noch mehr verwirren. 310! Holy shit. Draw, Fire, nee, Stock. Feuer wieder mal voll. Das gefällt. Ist tot, oder? Ja. Okay. Ja, was mache ich jetzt? Jetzt ist die Folge um. Vielleicht habe ich ja jetzt das Glück und krieg eine Phönixfeder. Ja? Nee. Nee, Leute. Ich habe gerade so überlegt, ja, hänge ich jetzt noch 2 Minuten ran in der Hoffnung, eine Phönix wieder zu kriegen, oder versuche ich es einfach, verlasse ich mich darauf, dass es in der nächsten Folge klappt. Ich hänge einfach nochmal eine dran. Ja, geht ja nicht anders. Leute, in der nächsten Folge wird dann nochmal trainiert. Ja, warum denn nicht? Warum denn nicht, ne? In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.